Ja, hallo und willkommen zum Kanal von Alles halb so doppelt. Heute will ich Ihnen eine Seite zeigen, die Ihnen einiges an Nerven sparen kann. Diese Seite heißt Bug Me Not. Vielleicht kennen Sie das ja, Sie gehen auf irgendeine Website, Sie wollen irgendwas lesen, Sie wollen sich irgendwas runterladen, irgendwas. Und dann auf einmal sagt die Website, jetzt müssen Sie sich aber registrieren, damit Sie darauf können oder damit Sie das machen können. Tja, was ist, wenn man sich aber nicht registrieren will? Früher hat man die Arschkarte gezogen. Heute gibt es Bug Me Not. Also sagen wir mal, ich will auf Bibo. Will ich jetzt nicht wirklich, aber ist ja auch egal. Zack. Und dann finde ich hier Account Details von Bibo. Also normalerweise müsste man jetzt nicht nur Bibo eingeben, sondern auch wie zum Beispiel Bibo.com oder www.bibo.com. Oder ist es sogar www? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Bin ich so oft auf Bibo, also eigentlich bin ich gar nicht auf Bibo. Naja, auf jeden Fall, hier ist der Username, das ist das Passwort. Dann sind hier immer noch solche Kommentare oder so. Und dann kann man auch abstimmen, ob die ganzen Logins funktioniert haben oder nicht. Und das nächste ist, man kann selbst ein Login submitten. Also man kann dann hier ein Username reingeben, ein Passwort und eben auch nochmal einen Kommentar dazu geben. Und also ich finde, das sollte man wirklich mal machen, da selbst ein Login von irgendwas rein schreiben, zum Beispiel von YouTube-Konto. Weil, ja, es nervt eben einige Leute, dass man sich bei vielen Websites registrieren muss. Es gibt ein paar Regeln, also Nummer 1, man darf eben keine Websites, man darf keine Logins für Websites geben, die überhaupt keine Passwörter oder Logins brauchen. Und Nummer 2, man darf keine Logins für Seiten geben, die kostenpflichtig sind. Also zum Beispiel, ich habe kurz mal eine Seite namens Screencast-O-Matic vorgestellt. Und da gibt es so einen Account, dafür muss man bezahlen. Und davon dürfte man zum Beispiel die Daten nicht ins Internet geben. Selbst wenn man selbst dafür bezahlt, weil das ist Verstoß gegen irgendeine Regel. Wieso auch immer. Fände ich dann eigentlich wirklich affengeil, wenn man das sowas auch machen könnte. Aber geht leider nicht. Und dann gibt es ja auch noch so eine Searchbar für Firefox. Und sollte man dann runterladen, weil dann muss man nicht extra auf bugmenot.com gehen. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, das war's dann eigentlich auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal, als selbst doppelt. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Requests haben, bitte einfach anschreiben. Und tschüss.